Ich habe einen Test gemacht und ein Stockfoto von mir hochgeladen. Kaffeetasse, Lächeln, nichts dabei gedacht. Und dann ist der Wahnsinn ausgebrochen. Ich wurde der professionelle Batman-Spieler John Ward. Ein Dating-Coach. Und schließlich sogar pädophiler Täter. Was ist das für eine Welt? Und bin ich jetzt für immer darin gefangen? Hello. Wisst ihr noch? Damals, wir alle hatten diese eine große Liebe. Diese eine Liebe, die nicht erwidert wurde. Bei mir war es Maria. Maria, Gunnar, was machst du da? Lies hier meinen Text. Ja, aber doch nicht sowas, Alter. Nimm mal den hier. Diese Herzschmerz-Scheiße interessiert keine Sau. Alter, wir sind doch nicht beim Sommerhaus der Stars. Steuerung F, das ist ein Format mit Anspruch, Alter. Wir machen hier richtige Reportagen über Krebs und so. Lies das. Okay. Bei meinem Beitrag im letzten Jahr haben wir uns ein bisschen über meine Kaufsucht lustig gemacht und dubiose Produkte der Firma Feminera gekauft. Dort gab es echt fragwürdige Sachen. Detox Fußpads, einen Muttermalentferner oder Brustvergrößerungscreme. Die Gründerin dieses Unternehmens sollte diese Frau sein. Maria Sartori. Was für eine Geschichte. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie man so eine Menge Schrott auf den Markt bringen kann. Ab nach Ottobrunn. Es ist ja Ihre Hut jetzt hier. Ja, also Sie müssen ja hier öfter mal rumlaufen. Und da wollen wir auch mal fragen, ob hier Leute Sie öfter mal gesehen haben. Vielleicht ist hier ein Bäcker oder so. Entschuldigung. Hast du die schon mal gesehen? Nein, ja, ist schön. Aber Kasa, schon mal gesehen? Nein. Hier in der Gegend? Nee? Haben Sie diese hier schon mal in der Gegend gesehen? Diese Frau? Nein. So schöne Frauen laufen bei uns nicht rum. Nee, laufen wir nicht rum. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Sie auch nicht? Ich würde das wissen, weil die sehr hübsch ist. Hier. Kennen Sie nicht hier? Die Frau ist auffallend, aber unbekannt. Dabei stilisiert sie sich selbst auf der Internetseite des Unternehmens zur Gründerikone. Maria Sartori, mit diesem Namen stehe ich für Feminera, sagt sie da. Das alles sei ihr Lebenstraum. Okay, mal gucken. Ah nee, das war drin, ne? Ach nee, wir haben gar keine. Das ist nicht so schön wie letztes Mal. Ne? Nee, die Klingel war nur oben, oder? Wo war das im zweiten? Wissen wir schon alles, ne? Wissen wir alles. Bist du nicht mehr so nervös wie letztes Mal? Ich war nicht so nervös, nee, aber man weiß immer nicht, was passiert. Ne? Die können einen auch zusammenschlagen. Aber das nehmen wir nicht rein, weil ich ein harter Typ bin. Klingeln wir nochmal. Alles Routine schon jetzt. Geht keiner ran, dann gehen wir einfach wieder rein. Und klar, was soll so eine Frau in so einem Zweckbau? Tristes Bürogelände. Ich will jetzt wenigstens wissen, wer sich den ganzen Scheiß ausgedacht hat. Gunnar Krupp vom Norddeutschen Rundfunk, schön. Die dürftige Erklärung der Leute da, es war alles ein Marketing-Gag. Wir suchen jetzt einfach mal nach Maria Sartori und zwar mit der Google-Bildersuche, mit der Google-Bilder-Rückwärtssuche. Und die funktioniert so, wir können hier bei Google-Bilder eine Datei auswählen. Und wählen hier einfach mal Maria Sartori aus und dann gucken wir mal, ob wir sie so vielleicht finden. Alle Größen. Und tatsächlich, hunderte Male taucht sie auf. Minutenlang klicke ich mich durch die Ergebnisse. Aus ihr kann man offenbar alles machen. Mal ist sie allgemeine Bebilderung, aber manchmal auch Fake-Person. Plötzlich ist sie Jane Maria, der kaffeeliebende Food-Junkie. Dann wirbt sie für Gesichtsyoga gegen Hängebäckchen. Und taucht schließlich sogar auf einigen Seiten in Asien auf, bei denen nur ihr mir helfen könntet, die zu entziffern. Also man weiß überhaupt gar nicht, wo man anfangen soll, sie zu finden, weil es sind einfach unglaublich viele Webseiten hier. Wo bist du nur? Komm zu mir. So, wir haben jetzt zwar nicht die Original Maria Sartori gefunden, aber offensichtlich die Fotografin. Und die schreiben wir jetzt mal an. Und tatsächlich, sie heißt Olga, antwortet und wohnt, welch Glück, in Berlin. Und ich darf sie treffen. Ich zeige ihr die vielen Fotos von, naja, Maria, die ich gefunden habe. Und dann lerne ich schon das Erste. Sie heißt gar nicht Maria, sondern Svetlana. Svetlana kommt aus Weißrussland. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich habe sie in Nizza kennengelernt, als ich dort gewohnt habe. Und sie arbeitet dort schon seit, ich glaube, 3-4 Jahre ist sie in Frankreich mittlerweile.
Genau, und modelt nebenher oder arbeitet auf Events auch manchmal. Sie ist sehr groß, also hat eine gute Modelfigur und ja, eigentlich ein sehr, sehr nettes, unruhiges Mädchen. Gibt es bei diesem Shooting, was da in Nizza entstanden ist, gibt es da noch mehrere Fotos von? Ja. Kann ich davon eins haben? Du hast es mit? Also, Und dann zeigt sie mir noch mehr Bilder. Wenn es Stockfotos werden, ist es schnelle Ware, die man mit einem Klick einsetzen kann. Kann man denn verhindern, dass das so von so dubiosen Seiten wie jetzt Feminera benutzt wird? Nein, überhaupt nicht. Weil du hast ja keine Kontrolle, wer das runterladen darf. Ich frage Olga, ob sie auch von mir ein Foto machen kann, um es bei ihr auf der Seite hochzuladen. Und da entsteht mein persönliches Stockfoto. Wir stellen es auf Pixabay ein, einer Plattform, die die Bilder kostenlos anbietet. Für unerfahrene Fotografen und Models eine gute Möglichkeit, sich bekannter zu machen. Wenn man da nach Mann und Kaffee sucht, findet man auch mein Bild. Was man damit machen darf? Fast alles. Jeder darf es für kommerzielle Zwecke nutzen und verändern. Ob ich das noch bereuen werde? Und schnell trudeln erste Ergebnisse ein. Ich habe mit Batman echt nichts am Hut, bin aber plötzlich der Profi John Ward und werde auf einer Internetseite interviewt. Hey Alice, danke für die Einladung. Ich bin echt ein bisschen nervös, sage ich da. Ich gebe Tipps und empfehle Federbälle, die man mit einem schnellen Klick kaufen kann. Aber es geht noch kurioser, denn plötzlich ist mein Gesicht auf einer Socke. Es geht um personalisierte Geschenkartikel. Was für ein Abstieg. Früher kosteten Bilder gerne mal hunderte Euro. Heute oft gar nichts mehr. Wenn ich durch die Welt gehe, sehe ich überall Stockfotos. Ich sehe eine Anzeigenwerbung irgendwo mit einem lächelnden Mädchen drauf. Das ist meistens Stock. Ich sehe irgendwo in einem Laden ein Plakat im Reisebüro für eine Reise mit einem tollen Strand. Das ist Stock. Ich sehe in der Bank irgendwie so ein Bild von einem Haus mit Händen drüber. Das ist Stock. Solche Plattformen wie Pixabay sind extrem vage in ihren Nutzungsbedingungen. Und ich kann es nicht hundertprozentig sagen natürlich, aber es wird sehr schwierig sein, bei so viel Traffic bei jedem Bild zu gucken, wo das hingeht, da so ein kostenloses Prinzip natürlich immer dementsprechend viel Traffic und User bringt. So dass, wenn man sein Bild da freigibt über einen Fotografen, also sein Konterfei quasi, dann gibt man eigentlich komplett die Kontrolle auf. Wer noch mehr über das Geschäftsmodell wissen möchte, der schaut doch mal beim neuen Video von Valulis rein. In der neuen Folge dreht sich alles um Stockfotos. Aber bitte erst dieses Video hier gucken. Und auf zur nächsten Station. In Berlin will ich ein anderes Model von Olga treffen. Und ich frage mich immer noch, warum macht man das alles? Ja, wir sind wieder in Berlin und wir unterhalten uns gleich mit der Mutter dieser Tochter. Das Bild habe ich aus dem Internet geladen. Das kann jeder machen und jeder kann es auch benutzen. Ob es werblich ist, ob es jetzt für Facebook ist, für alles kann man das Bild benutzen. Und da fragen wir die Mutter jetzt mal, ob das vielleicht ein bisschen blöd ist. Ohne Scheiß, ich habe heute Morgen bestimmt 500 Seiten durchgeklickt, wo die Person hier, das Mädchen drauf ist. Also wirklich ewig gedauert. Diana feiert heute ihren 7. Geburtstag. Ihre Mutter Anna hat einen Beauty-Salon in Charlottenburg. Moin, hallo. Hallo. Anna. Anna, hallo, moin. Hi, na? Kommt gleich Kamera mit hier. Super. Und ich habe ein Foto mitgebracht von einem Shooting von deiner Tochter. Ja. Haben wir ausgedruckt. Kannst du auch danach behalten. Das Foto ist jetzt frei auf dieser Plattform auch verfügbar. Genau. Kann man sagen. Warum habt ihr euch dazu entschieden, das frei verfügbar zu machen? Also nur, das wäre wirklich eine Chance vielleicht. Und das ist kein großes Ziel von uns, dass sie wirklich also, dass sie nur in die Richtung modelt oder also Modelbranche geht. Aber warum nicht? Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Tochter auf vielen Homepages zu sehen ist? Eigentlich nicht. Also ehrlich gesagt, also das, nee. Also das habe ich nur von Olga erfahren, ehrlich gesagt. Als sie über sie erzählt hat und ich habe mich gewundert, ehrlich gesagt. Das Foto wurde über 27.000 Mal angeguckt. Ach, wirklich? Und davon über 10.000, also 10.129 Mal gedownloadet. Also das ist wirklich für mich jetzt eine Neuigkeit. Und dann habe ich natürlich auch mal geguckt, auf welche Seiten okay. Das Foto auftaucht.
Und da habe ich so sehr viele, also so religiöse Seiten gesehen und auch so Marketing Seiten und wo auch so Werbung gemacht werde für Bitcoin Käufe. Okay, Bitcoin also. Und auch zum Beispiel gegen für ein Mittel gegen Haarläuse, aber auch viele Beauty Salons. Okay. Da muss man sich ja schon, fragt man sich natürlich, ob das dann so cool ist, wenn seine Tochter dann oder ihre Tochter dann irgendwie auf irgendwelchen, ist ja auch zum Beispiel eine Dating-Seite. Naja, also natürlich, also das war immer Risiko für mich auch von Anfang an, da wo ich meine Zustimmung gegeben habe, dass es nicht nur auf irgendwer so oder nicht nur von zuständigen oder anständigen Leuten irgendwie angeschaut wird, also nicht nur angeschaut, sondern gedownload. Es gibt immer Risiko, aber es gibt immer Risiko für jeden sogar. Wenn sie zum Beispiel also ganz offiziell von Modelagentur arbeitet, sie ist auch veröffentlicht. Und ja, das ist genau das Gleiche. Also, das muss auch jemand also die Werbung dafür machen. Warum nicht? Genau, also das ist einfach Job. Also das finde ich, also das betrachte ich als Job. Aufmachen. Ah, ja, Diana, mach mal bitte auf. Hm? Das ist unser Kumpel und der wollte Diana gratulieren zum Geburtstag. Ach, schön. Der wusste das. Kommen Sie nicht rein. Hallo, mein Lieber. Hallo. Ich sag kurz Hallo. Ja, wir haben ja auch ein Geburtstagskind. Ja, wir machen jetzt richtig auf. Machen. Oh, weia. Und zwei. Für eine Prinzessin muss ja auch als Prinzessin. Stefan. Ja. Zwei. Das sind wir gerade zurecht. Die Krone. Gerne. Ah, sind die noch nicht mitbekommen? Die, was du denn benutzen kannst. Das ist jetzt im Strauß drin. Das absolut. So. 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 Wenn Diana jetzt irgendwann älter ist und sie dann diese unendlichen Webseiten findet, und sie dann sagt, oh, Mutter, was hast du denn da gemacht? Was würdest du denn dann sagen? Also ich weiß ganz genau, das wird nie eine Frage von Diana sein. Also, weil ich glaube, das bleibt auch die Interesse weiter. Und sie betrachtet auch ihr Lieblings, also das ist auch ihr Hobby. Also sie betrachtet das auch als Job. Sie ist sehr, sehr erwachsen, also im Kopf. Und deswegen, also nur mit ihrer Zustimmung machen wir das mit. Ich glaube, sie wird sich umgekehrt freuen und sagt, Mama, hast du gut gemacht. Jetzt habe ich wirklich eine tolle Erinnerung über meine Kindheit und schöne Zeiten, wirklich. Bei Diana scheint also alles irgendwie gut zu laufen. Die Fotos werden gut geklickt. Bei mir gibt's allerdings nicht so viel zu lachen. Denn es kommt ein neuer Tiefpunkt bei meinem Stockfoto. Ich tauche plötzlich in einem Blogartikel über pädophile Täter auf. Wie erkennt man einen? Naja, so eben. They are charming. Doch mein Ärger ist nur privat. Nicht das Film, das ist da. Stockfootage schafft es sogar bis in die Weltpolitik. Da gab es etwa dieses Beispiel aus dem amerikanischen Wahlkampf. Ein Spot für Trump 2020. President Trump is doing a great job. I could not ask for a better president of the United States of America. Nicht nur unbekannte kleine Seiten benutzen Stockfotografie oder Stockvideos, sondern auch Donald Trump. Denn dieses Mädchen ist tatsächlich von einer Stockseite. Und in diesem Mädchen kann man tatsächlich ein ganz gutes Beispiel zeigen, warum das Leute machen. Und zwar, ich zeige das mal eben, kostet dieses Video 125 Euro, wenn man es benutzen möchte einmal. Und dann kann man sich mal überlegen, was kostet sowas, wenn man es machen würde. Also man müsste den Fotografen bezahlen, was kostet sowas, Tobi? 500 Euro? Fotograf am Tag, ein guter? Ja, ein guter Fotograf? Ja. Oder Video? Video ist ja ein Video. 600 Euro. 600 Euro, Kamerateam 600 Euro. Mhm. Model auch nochmal, wenn es ein gutes Model ist, 600 Euro. Dann würde Donald Trump also, oder die Kampagne, 100, nee, wie viel? 1200 Euro bezahlen. 1200 Euro. Und so spart man einfach, indem man 125 Euro bezahlt und nicht 1200 Euro. Ja, allerdings ist es natürlich da das Risiko, dass ein Leute dabei erwischen. Ähnlich ist auch folgendes Beispiel. Ich zeige es einfach mal. Der FDP-Wahlspot vom Jahr 2013.
Nur mit uns gibt es 4 weitere gute Jahre. Nur mit uns bleibt Deutschland stark. Nur mit uns, FDP. Ja, und diese Familie wurde tatsächlich von noch einer Partei benutzt. Wir müssen aber in die Zukunft investieren. In intakte Familien und glückliche Kinder. Und das Witzige ist ja, die NPD wirbt mit einer deutschen Familie. Dabei kommt diese Aufnahme aus Slowenien. Und tatsächlich kommt diese Familie nochmal vor. Und zwar bei einer finnischen Quark-Werbung. Toiset treenaavat, toiset nautiskelevat. Proteiinipitoinen rahkis antaa energiaa joka käänteeseen. Ja, und deswegen benutzt man vielleicht doch keine Stockfotografie oder Videos, weil es auch peinlich werden kann. Ein anderes Beispiel haben wir hier von der AfD. Die haben diesen Jungen hier gezeigt. Ein Bild von einem Jungen sich besorgt und dort ein Bart dran geklebt und dann 2 verschiedene Plakate gemacht. Einmal dieses hier und einmal dieses hier. Ja, und wegen dieses Jungen sind wir nach Augsburg gefahren. Die Plakataktion der AfD war wahnsinnig umstritten. Es gab hitzige Debatten. So, wir sind in Augsburg angekommen. Wir treffen uns jetzt mit dem Anwalt sowie mit der Mutter von dem AfD-Jungen, also von dem Plakat. Und wir gucken mal, was es da rechtlich für Probleme gab und wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und ich klingel jetzt einfach mal. Die Mutter des Jungen spricht zum ersten Mal über den Vorgang und möchte unerkannt bleiben. Ursprünglich war das Bild ein ganz normales Urlaubsfoto. Die Familie war auf Pixabay aktiv. Aber wie genau das Bild den Weg zur AfD gefunden hat? Wie war so der erste Moment, an dem Sie das gesehen haben oder gemerkt haben? Ja, im ersten Moment hat man natürlich erst einen großen Schock, dass überhaupt das Bild auf so einem Plakat oder im Internet eben so entstehen kann. Dann hat man natürlich erstmal Angst, was das Internet alles aus Bildern machen kann. Passt man jetzt mehr auf als vorher? Man passt auf jeden Fall mehr auf, weil ja, davor nimmt man die Sache gar nicht so ernst mit solchen. Man weiß auch gar nicht so richtig diese Plattformen, wo man die Bilder herkriegen kann und solche Sachen. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Der Anwalt Florian Kupsch will jetzt rechtlich gegen die AfD vorgehen. Wir werden in sehr, sehr naher Zukunft jetzt auf die AfD zugehen und sie auffordern, die Bilder zu entfernen und künftige Verwendungen zu unterlassen. Auch in diesem Zusammenhang ist es das allgemeine Persönlichkeitsrecht, auf das wir unsere Ansprüche stützen und die dieses Recht sehen wir eindeutig verletzt. Was sagt die AfD zum möglichen Rechtsstreit? Der Bundesverband teilt uns auf Anfrage mit, dass wenn für ein Stockfoto die vollumfänglichen Rechte erworben worden sind, dann dürfe es auch verwendet werden. Die AfD Berlin sagt, es sei nicht ihre, so wörtlich, Kachel. Okay, wir gucken jetzt einfach mal am Ende dieser Reportage, es ist jetzt wirklich der 30.8. Gucken wir doch mal, wo mein Bild überall im Internet gelandet ist. Da sieht man schon, alles klar, viele Leute haben dieses Bild benutzt. Was ja auch ganz geil ist, ne? Guck mal, Tobi. Hammer. Wie viele sind das? Ja, pass auf, wenn man nochmal zurückgeht, das ist nämlich noch krasser eigentlich. Wenn man hier unten mal guckt, seid mit übereinstimmenden Bildern, also 21 Seiten tatsächlich bei Google, wird mein Bild benutzt. Und das ist ja schon krass innerhalb von... Glückwunsch, würde ich erstmal sagen. Vielen Dank, ja. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben, vielleicht ein halbes Jahr stand das Bild jetzt online. Gut, wir gucken einfach mal jetzt, was sind so die Top... Wie viel willst du wissen? Top 10. Ja. Wir machen mal eine Top 10 der geilsten Sachen, die wir gefunden haben. Auf Platz 10, Asperger-Syndrom. Auf der 9, ein Shop für Kaffeeliebhaber. Die 8, ich bin Absolvent der Agrarwissenschaften. Auf Platz 7, ich in einem Datingportal. Platz 6, der Badminton-Profi macht Federballwerbung. Die 5, how to spot a child predator. Sie sehen einfach unglaublich charmant aus. Und auf der 4, ich in einem Video über den Wrestler John Cena. Platz 3, die geilen Biersocken. Platz 2, Macaulay Culkin benutzt mein Bild in einem seiner Blogartikel. Und auf Platz 1, ich bin Dating Coach. Das Foto entstand angeblich kurz vor meiner Hochzeit an einem See. Romantisch. Genau, wir sind in Würzburg in den Mietwagen eingestiegen und jetzt geht's zu dem Love Coach, was wir gerade vor einer Sekunde rausgefunden haben. Ja, dann sage ich, hallo, hier ist Thomas Müller, wo findet das Love Coach Seminar statt? Ich wäre jetzt da. Du warst aber Dating Coach, ne? Oder? Dating Coach, Love Coach, das ist ja alles dasselbe. Ich kann alles. Und das Bild hat dann Dating und Love. Also, jetzt fahre ich zu meiner Firma. Die Adresse steht im Impressum. Haus Nummer 11.
Da ist dann, ach so, ich muss auch abschließen, ne? Das ist ja witzig, Hausnummer 7, Hausnummer 9. Du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt keine Hausnummer 11. Ah doch, hier, da. Aber ich glaube nicht, dass hier so eine Firma sitzt. Hm, was machen wir jetzt? Sind hier im Haus irgendwelche Firmen? Davon weiß ich nicht. Okay. Komm mal eben wieder her, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. Das ist doch aber auch witzig. Aber hier steht er auch nicht dran. Ja, ich gehe mal wieder zum Auto. Wie dumm ich bin. 5 Minuten. Steig ein. Der Love Coach muss heute noch Love coachen. Ja, da war leider keiner. In beiden Adressen, an denen wir jetzt schon waren. Eine, die einfach eine random Adresse. Man sollte auch immer eine random Adresse testen in Würzburg. Das war ich doch falsch. Scheiße. Und auch in der anderen Adresse war nichts. Warte mal kurz, irgendwas läuft hier nicht. Ich mache jetzt elegant die Tür auf. Haha, nächste Adresse. Komm, ach nee, das ist in die Richtung. Die dümmste. So, Haus Nummer 7. Nee. Mach mal. Ich glaube, der Schlüssel steckt noch. Simon steht dran. Das ist jetzt verrückt. Was machen wir jetzt? Ich klinge mal. Sag ich jetzt, hier ist Thomas Müller? Gut, komm, ich wollte zu Herrn Simon. Ja, der ist aber nicht da. Wo ist er denn? Der ist auf Arbeit. Und wo finde ich die Arbeit? In Frankfurt. Fahren wir erstmal Richtung Frankfurt und rufen ihn dann an? Würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Also Handynummer haben wir auch. Hoffentlich ist das die richtige. Aber jetzt, ich glaube, wir müssen langsam mit offenen Karten spielen. Weil er wird nicht vorbeikommen, wenn wir sagen, wir sind hier der Dating-Coach. Und sagt er, habt ihr sie noch alle? Ich weiß ja nicht. Steig erstmal ein und wir gucken mal dann unterwegs. Wir fahren erstmal weiter Richtung Frankfurt und hoffen auf einen Rückruf. Da aber kurz vor Aschaffenburg wie immer ein Stau ist, fahren wir nochmal ab und hoffen, dass er rangeht. Warten. Mailbox schon wieder. Scheiße. Ja, warten wir mal eben, ne? Oder soll ich nochmal, ich versuche nochmal kommen. Ja. Soll ich aussteigen dafür? Ja. Ja, Gunnar kommt vom Norddeutschen Rundfunk. Moin. Hat dir schon alles erzählt? Das ist ja frech. Wir wollten dich doch damit überraschen. Am Südbahnhof. Dann sehen wir uns aber gleich. Cool. Ja, müssen wir uns beeilen. Wie sieht der Dating-Coach aus? Und warum hat er mein Bild benutzt? Ich warte auf Michael Simon. Gunnar, hallo, moin. Ich verkabel dich mal kurz, ja? Wie bist du auf mein Foto gestoßen? Also tatsächlich habe ich dein Foto bekommen über Pixabay. Also wenn man dann ja. Das sich anschaut, dann kann man eigentlich... Da haben wir es reingestellt, ja. Ja, Bilder benutzen, wie man möchte. Ja. Und ja, es gibt halt nur eine eingeschränkte Auswahl und die wechselt halt immer mal durch und dann warst du halt gerade mal in dem Zeitraum ganz oben in der Suche. Tatsächlich habe ich mich damit ein bisschen unwohl gefühlt. Gleichzeitig war es aber so, ich habe halt viel Geld für einen Coach bezahlt, der mir halt beibringt, wie man Marketing in dem Bereich, in dem Feld macht. Und ich wollte halt genau alles nach seiner Anweisung machen. Warum benutzt man dann nicht sein eigenes Bild? Wenn du jetzt zum Beispiel eins machst zum Thema Dating, eins zum Thema Abnehmen, eins zum Thema Hundedressur, dann ist es so, dass du nicht eigentlich ein Gesicht haben kannst, weil ein Gesicht kann ja nicht gut sein in 20 Bereichen. Deshalb, damit du tatsächlich irgendwann davon leben kannst, von Einnahmen im Internet, brauchst du mehrere Nischen, also brauchst du auch mehrere Bilder. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwelche Dating-Anfragen, aber die Reise leider umsonst. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber na gut. Ist auch ein Ende. Okay, was bleibt? Irgendwie ist alles schräg. Und irgendwie ist alles Ware. Bleibt einfach skeptisch. Ich bin jetzt für immer ein Werbegesicht. Und am Ende fährt die nette slowenische Familie nochmal für uns. Klickt auch gern alle anderen Videos hier an. Und drückt auf den Abo-Button. Und benutzt gerne alle mein Bild. Ist jetzt auch alles egal.